Generationen geprägt von Migration, Repression und Leid. Mein Mann, der wollte nicht. Ach, mein Alexander, wenn wir jetzt darüber kamen, ach, mein Mann immer, das bist du schuld, das bin ich. Ich war so froh, wie ich darüber kam. Ich, mir war, wie wenn ich wieder nach Hause komme. Hier ist das ein Foto von euch, ne? Das ist aber schön. Eine russlanddeutsche Großmutter schildert ihrer Enkelin ihr Leben zwischen zwei Kulturen. Enkelkinder. Das ist meine Mama und die Oma noch. Wie die Kinder schon ihre Papas haben nach Hause gekommen, die Mutter in der Schule, wie mich gegangen, die Schule, da hat die Kinder gesagt, mein Papa ist gekommen, meine Mama ist gekommen, meine Oma ist gekommen. Und sie ist immer nach Hause gekommen, hat immer gesagt, Mama, dein Papa ist nach Hause gekommen. Da hat also meine Mutter gesagt, ja, mein Kind, ich täte dir auch gerne, dass dein Papa kommt oder nicht. Ich kann mich erinnern, es war schon aber auf der weiterführenden Schule, wie das halt ist, ne, wenn man, ich weiß nicht, wie alt sind wir gewesen, 10, 11 Jahre alt, meinte einer zu mir, Ruski. Und dann habe ich es nie verstanden. Ich so, wieso sagt er das zu mir? Ich bin doch gar nicht, also ich spreche nie Russisch, das fällt niemandem auf, ich spreche noch nicht mal zu Hause Russisch. Wie kommt der auf die Idee, ne? Und dann habe ich mich auch so, und ich heiße Wagner, so deutscher geht's eigentlich gar nicht. Heute fängt erst so wirklich die Geschichtsaufarbeitung an. Heute fängt erst die Erzählung an, wieder präsent zu werden. Wir stehen hier tatsächlich vor der Herausforderung, unter anderem auch Personen mit russlanddeutschem Hintergrund, ihre eigene Geschichte, ihre eigene Story wiederzugeben. Das ist Andresa Mama. 1938 ist Olga Wagner in der Sowjetunion geboren, in der russlanddeutschen Siedlung Rosowka im heutigen Kasachstan. Ihre Vorfahren sind Deutsche aus Hessen, die bereits im 19. Jahrhundert ausgewandert sind. Okay. Auf die andere Seite haben wir doch umgebaut. Als Olga Wagner 3 Jahre alt ist, greift Nazi-Deutschland die UdSSR an. Die Russlanddeutschen werden unter Generalverdacht gestellt, mit Hitler-Deutschland zu sympathisieren. Pauschal werden sie zu Feinden der Sowjetunion erklärt. Fast 1 Million Russlanddeutsche werden ab August 1941 zwangsdeportiert. Rund ein Drittel wird in Arbeitslager gesteckt. Die meisten sterben dort, so auch der Vater von Olga Wagner. Kinder waren gefallen, gerade wie die Mieke. Es war eine Epidemie reingekommen. Ich war mein Jüngster, den kann ich noch mal denken, wie die Mama hat getragen hat. Ich sollte auf die Arbeit kommen und sagte, nee, ich gehe nicht. Mein Kind liegt im Sterben, ich gehe nicht. Den hat sie getragen. Der war 3 Jahre alt. Und dann kann ich noch denken, wie der hat nach Luft, der Scharl hat er gehabt. Hat er geschnauft und so war er verschieden. Kann ich mir noch schön denken, dem selber. Ich konnte nicht mitgehen. Die Beerdigung hatte nichts anziehen gehabt. So war im Januar, Mond, wurde er gestorben. Ach ja, ja, es war ja, in meinem Grab war bis 5 Kinder reingekommen. 4, 5 Särgelchen waren reingekommen. Es war ja, ach, es war schlimm. Und da ist die Oma mit Papa. In den 60ern und 70ern, sagt Olga Wagner, habe sich ihr Leben verbessert. Sie findet Arbeit als Melkerin, heiratet und bringt 4 Kinder zur Welt. Anfang der 1990er Jahre, dann der Zerfall der Sowjetunion. Wieder ein Neuanfang. Ihr Ziel ist die Heimat ihrer Vorfahren, zurück zu den eigenen Wurzeln. 1993 kommt sie mit ihrer gesamten Familie nach Deutschland. 2 Stücke müssen wir erst verdauen, ne? Mein Mann, der wollte nicht. Ach, mein Alexander, wenn wir jetzt darüber kamen, ach, mein Mann immer, das bist du schuld, das bin ich. Ich war so froh, wie ich darüber kam. Ich, mir war, wie wenn ich wieder nach Hause komme. Migration, Zwangsumsiedlung, Repressionen. Eine Odyssee, die viele Generationen von Russlanddeutschen erlebt haben. Ihre fast vergessenen Schicksale werden hier im Museum für russlanddeutsche Kulturgeschichte in Detmold erzählt und historisch aufgearbeitet. Alles begann im 18. Jahrhundert mit ihr, Katharina der Großen.
Katharina die Große, wie auch ihre Vorgänger Zar Peter der Erste, aber auch Ivan der Schreckliche, haben ja auf eine Expansionspolitik betrieben. Das, was im Prinzip in diesem Zeitalter damals alle Imperien gemacht haben, also auf Kosten von Nachbarn oder anderen Imperien Gebiete erobert. Für diese neu eroberten Gebiete brauchte Katharina die Zweite loyale Bürger, denn die Autochtonen, also die angestammte Bevölkerung dieser Gebiete, die meistens in den südlichen Regionen Nomaden waren, von denen hat die damalige Zarenregierung nicht viel Loyalität erwartet. Insofern haben sie Siedlerkolonisten eingeladen, ausgestattet mit Privilegien, diese neu eroberten Gebiete im Süden Russlands zu bevölkern. Heute sind es die südrussischen Regionen um den Fluss Wolga, Nordkaukasus, aber auch die südliche Ukraine. 1763 unterschreibt Katharina die Große diesen Erlass. Das historische Dokument ist als Einladungsmanifest in die Geschichte eingegangen. Den neuen Siedlern gewährt sie großzügige Steuererleichterungen. Sie werden nicht zum Militärdienst eingezogen und dürfen ihre Religion frei ausüben. Zu jener Zeit prägen Kriege und Armut das Leben der Menschen aus den mitteldeutschen Regionen. So nehmen etwa 100.000 Deutsche das Angebot Katharinas an und siedeln ins Russische Reich. Die Zugezogenen erhalten weitestgehende Autonomie, gründen eigene Schulen, Universitäten und Verwaltung. Doch etwa Mitte des 19. Jahrhunderts ändert sich die Politik gegenüber der deutschen Minderheit. In den 1860er Jahren wird Zar Alexander zwei Signale senden. Und diese Signale sind für viele Deutsche aus unterschiedlichen Perspektiven interessant gewesen oder haben sie aufmerken lassen. Nämlich, er hat Einfluss genommen auf der Sprachebene. Die russische Sprache wurde in deutschen Schulen sozusagen eingeführt. Das war für manche schon durchaus eine Herausforderung. Geht es jetzt hier in Richtung Zugehörigkeitsdebatten und so weiter und so fort. Und er hat, und das ist vermutlich die schwerwiegendere Verordnung, er hat den Wehrdienst eingeführt für die Deutschen. Das heißt, die Deutschen mussten in die russische Armee. Nach der Niederlage im Krimkrieg 1856 verstärkt sich der großrussische Nationalismus. Dazu die zunehmende Rivalität zwischen dem Deutschen und dem Russischen Reich. Die Versuchung war groß, die Siedler als Sündenböcke für ungelöste Probleme im Inland darzustellen. Nach und nach verlieren die Russlanddeutschen ihre Privilegien. Für viele ein Grund, das Land zu verlassen. Ende des 19. Jahrhunderts ziehen die ersten Russlanddeutschen weg, meistens Richtung Süd- und Nordamerika. Die zweite große Migrationswelle folgt im Zuge des Ersten Weltkriegs, als sich das Russische Reich und Deutschland verfeindet gegenüberstehen. Die Russlanddeutschen werden zum inneren Feind erklärt. Es ist der Beginn einer leidensvollen Geschichte, gekennzeichnet durch Misstrauen, Deportationen und Repressionen. Von einem Vielvölkerstaat mit weiten Autonomierechten für Minderheiten bleibt in der kommunistischen Sowjetunion unter Stalins diktatorischer Führung spätestens in den 1930ern kaum etwas übrig. Mit dem Überfall der Wehrmacht auf die Sowjetunion werden die Russlanddeutschen als Bedrohung gesehen. Ihre Traditionen dürfen sie nicht mehr pflegen. Die Religion nicht mehr ausüben. Die deutschen Schulen werden geschlossen, ihr Vermögen weggenommen. Und das führte dann letztlich zu einem Zustand, dass man in einer Form von Geschichtslosigkeit und Identitätslosigkeit sozusagen hineinkam. Und da kam es dann tatsächlich zu massiven Hinrichtungswellen von Erzählerinnen und Erzählern der Gesellschaft, Pastoren, Professoren, Lehrkräfte. Sie waren häufig tatsächlich in den 30er Jahren dann Opfer von Hinrichtungen. Das heißt, auch ihre Erzählung ist damit dann sozusagen eingestellt worden. Und in diesem Zeitraum, wo wahrscheinlich um die 200, möglicherweise sogar etwas mehr, 200.000 Personen ums Leben gebracht wurden, beziehungsweise gewaltsam verstorben sind, durch Gewalteinwirkung oder durch Hunger, in diesem Zeitraum geschieht so etwas wie ein Kollektivtrauma. Und dieses traumatische Grundgeschehen dieser Jahre wird letztlich etwas festfrieren. Und festfrieren wird es den Zustand der Selbstvergessenheit. Erst 1991 wurden die Maßnahmen des kommunistischen Regimes gegenüber den unterdrückten Völkern in der Sowjetunion für rechtswidrig erklärt. Die Russlanddeutschen wurden als Volk rehabilitiert.
bekamen aber nicht die versprochenen Rechte auf Selbstverwaltung und Entschädigung. Ende 1991 brach die Sowjetunion zusammen. Mit der Öffnung der Grenzen kommen bis Anfang der 2000er Jahre rund 3 Millionen Russlanddeutsche aus den Nachfolgestaaten der Sowjetunion nach Deutschland. Hier angekommen haben sie Anspruch auf die deutsche Staatsbürgerschaft und eine Reihe von Integrationshilfen. Auch Olga Wagner siedelte mit ihrer Familie nach Deutschland um. Sie landeten in Frechen, wo sie noch bis heute leben. Ihre Enkelin Xenia erinnert sich an die Anfangszeit. Hier war alles Feld und ja, da, wo jetzt quasi der Zaun ist und das Gelände von der Feuerwehr, da standen dann die, lass es 6 Container gewesen sein. Und da haben wir uns die Unterkünfte geteilt, also nach meiner Erinnerung Russlanddeutsche. Ich glaube, aus Slowenien kamen ein paar Leute, aber meine Erinnerungen sind ganz, ganz verzerrt mittlerweile. Aber in Frechen ist meine Heimat, also ich sehe das auch so. Ich bin Deutsche. Ich weiß, ich habe zwar Vorfahren, ne, ich bin in Kasachstan geboren, aber also ich fühle mich schon als Deutsche. Ne, ich spreche Deutsch, ich träume Deutsch, ich denke Deutsch. Ja, ich würde auch sagen, die Tugenden, die von denen auch Oma gesprochen hat, das sind unsere Tugenden, so sind wir erzogen, ne? Pünktlichkeit, Ordnung, ne? Zuverlässigkeit, das sind so unsere Tugenden, das würde ich mir auch aufschreiben. Nicht jedem Russlanddeutschen fällt die klare Identifikation so einfach wie Xenia Steinbach. Viele fühlen sich kulturell heimatlos, auch weil die eigene Geschichte für die Mehrheitsgesellschaft weitestgehend unbekannt ist. Das Versäumnis der Politik zu erklären, wer die Russlanddeutschen sind, führte zu einer Entfremdung auf beiden Seiten. Viele sehnen sich nach Anerkennung und Zugehörigkeit. Ich will nirgends nicht. Ich bin ein Deutscher und will auch bleiben. Und bei mir ist meine Heimat. Viele Russlanddeutsche haben es geschafft, sich in Deutschland zu integrieren und ein Teil der diversen bundesdeutschen Migrationsgesellschaft zu werden. Und an dieser Stelle brauchen wir auf jeden Fall dieses Thema kollektives Gedächtnis. Die Geschichte der Russlanddeutschen muss aufgenommen werden, letztlich unter anderem über die Schulbücher, in eine gesamtgesellschaftliche Perspektive und Geschichte. Und das würde allen Seiten unglaublich viel bringen, den Menschen ohne russlanddeutschen Hintergrund Verständnis und den Menschen mit russlanddeutschem Hintergrund ihre eigene Story und die Möglichkeit, miteinander in ein Gespräch einzutauchen. 260 Jahre Migrationsgeschichte. Die Aufarbeitung hat begonnen, doch der größte Teil steht noch bevor.